Look at me now. Look at me now. Ihr kennt das Problem vielleicht. Weihnachten rückt immer näher und ihr sucht nach einem passenden Geschenk. Die Person, der ihr eine Freude machen wollt, verbringt ihre Zeit aber am liebsten mit einem Hobby, zu dem ihr so gar keinen Draht habt. Dann ist guter Rat teuer. Entweder ihr kauft einfach irgendwas und hofft, dass es ankommt, oder versucht euch einzulesen und steht dann noch überforderter da als vorher. Aber nicht verzagen, denn wenn sich eure Beschenkten für Videospiele interessieren, dann können wir natürlich weiterhelfen. In unserer dreiteiligen Reihe liefern wir euch unsere besten Geschenktipps für jede Altersgruppe. In diesem Video geht's um Spiele für 12- bis 18-Jährige. Wenn eure Beschenkten unter 12 oder schon über 18 sind, dann schaut doch gerne mal in unsere anderen beiden Ratgeber rein. Bevor wir loslegen, haben wir ein paar generelle Tipps für euch. Zuerst einmal solltet ihr wissen, welche Plattform euer Beschenkter überhaupt besitzt. Ein Spiel für die Nintendo Switch funktioniert zum Beispiel nicht auf einer PlayStation und ein Xbox-Spiel läuft nicht auf einem PC. Die jeweilige Plattform findet ihr immer auf der Verpackung des Spiels. Ein Spiel für die PlayStation 4 läuft außerdem auch auf der PlayStation 5, aber nicht umgekehrt. Bei der Xbox verhält sich das ähnlich. Ein Spiel für die Xbox One kann auch auf der Xbox Series S und X gespielt werden, umgekehrt funktioniert das aber nicht. Spiele für die Nintendo Switch laufen auf jedem Switch-Modell. Weil nicht jede Art Spiel automatisch jedem Spieler gefällt, ist es außerdem wertvoll zu wissen, in welchen Genres euer Beschenkter am liebsten unterwegs ist und was er oder sie generell für Interessen hat. Wenn sich euer Nachwuchs zum Beispiel für Fantasy-Geschichten mit Rittern und Drachen interessiert und fluchtartig den Raum verlässt, wenn Formel 1 im Fernsehen läuft, dann ist ein Autorennspiel vielleicht nicht das Richtige. Bleiben wir doch zum Einstieg gleich mal bei den Rittern und Drachen. In diesen Fantasy-Abenteuern werden fantastische Welten entdeckt, Heldentaten vollbracht und Monster bekämpft. Jeder dieser Titel bietet Dutzende Stunden Spielspaß in toll gestalteten Welten. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist eins der besten Spiele des Jahres, weil es nicht nur den eigenen Entdeckerdrang, sondern auch die Kreativität beim Rätseln und Kämpfen fördert. All das geschieht in einer riesigen Welt voller liebevoller Details, die auch nach Dutzenden Stunden noch Neues zu bieten hat. Ein packendes Abenteuer mit einer Optik, die vor allem Anime-Freunde begeistert, bietet Tales of Arise. Neben den actionreichen Kämpfen und dem nicht übermäßig komplizierten Spielprinzip überzeugt auch die Geschichte. Sie behandelt Themen wie Freiheit, Unterdrückung und Freundschaft, ist dabei aber weder zu ernst noch zu albern. Wenn bei euch zu Hause regelmäßig Filme von Disney Pixar laufen, dann schaut euch außerdem mal Kena Bridge of Spirits an. Damit hat Disney per se zwar nichts zu tun, die großartige Animationsfilmoptik kommt dem Vorbild aber erstaunlich nahe. Dazu gibt's ein wunderbar abwechslungsreiches Abenteuerspiel voller Rätsel, Geschicklichkeitseinlagen und Kämpfe. Letztere können auch mal ganz schön knifflig werden, aber keine Sorge, der Schwierigkeitsgrad kann auf Wunsch heruntergeregelt werden. Wenn sich euer Beschenkter gerne richtig verbeißt und herausgefordert werden will, dann führt kein Weg an Elden Ring vorbei. Das düstere Fantasy-Epos ist immer noch in aller Munde, denn im Gegensatz zu vielen modernen Spielen wird der Spieler hier kaum an der Hand gehalten. Stattdessen muss man sich Geschichte, Spielsystem und Kampfstrategie selbst erarbeiten. Das Resultat sind unvergleichliche Erfolgserlebnisse und ein fantastisches Abenteuergefühl. Die Kämpfe sind allerdings blutig und die Atmosphäre sehr morbide, weswegen ihr die Altersfreigabe ab 16 Jahren ernst nehmen solltet. Sollten die Interessen eher in den unendlichen Weiten des Alls liegen, dann haben wir auch dafür zwei passende Spiele. Für alle Altersgruppen geeignet ist No Man's Sky, bei dem der Fokus ganz auf der Erforschung einer bunten und nahezu unendlich großen Galaxie liegt. Jeder der Millionen und Abermillionen Planeten kann mit dem Raumschiff angesteuert und vollständig erkundet werden. Mit umfassenden Systemen, etwa zum Bau einer eigenen Basis, dem Handel mit Einheimischen und unblutigen Kämpfen im Raumschiff und zu Fuß, kommt auch die Spieltiefe nicht zu kurz. Für ältere Raumfahrer bietet sich Starfield an. Zwar ist der Umfang hier nicht ganz so gigantisch wie bei No Man's Sky, dafür präsentiert sich Starfield ernster und realistischer.
Außerdem stehen die Erzählung, spannende Shooterkämpfe und die Gestaltung des eigenen Raumschiffs im Vordergrund. Kommen wir von den Weiten des Alls zurück auf den Boden der Tatsachen. Auch für Auto- oder Flugzeugfreunde gibt es die idealen Spielgeschenke. Xbox- und PC-Besitzer freuen sich zum Beispiel über die Forza-Reihe. Das sind Autorennspiele, die sich schon seit vielen Jahren durch tolles Fahrgefühl, fantastischen Sound und realistische Optik auszeichnen. Für eine frei befahrbare Riesenspielwelt, in der sich auch Neulinge dank einfacher Steuerung zurechtfinden, ist Forza Horizon 5 die beste Wahl. Hier gibt's etliche Modi für Einzel- und Mehrspieler, die Aufmachung ist bunt und zugänglich. Wenn's eher professionelle Rennen auf berühmten Strecken sein sollen, dann greift zum aktuellen Forza Motorsport ohne Zahl im Titel. Im Vergleich zu Horizon 5 ist hier alles eine Ecke realistischer, zugänglich bleibt das Spiel dank vieler einstellbarer Hilfen, aber trotzdem. In beiden Varianten gibt's einen riesigen Fuhrpark mit hunderten echten Autos, bei dem jeder Autoliebhaber seine Lieblinge wiederfinden sollte. Auf der PlayStation heißt die Alternative Gran Turismo 7 und wie Forza Motorsport ist auch das auf eine realistische Simulation des Rennsports getrimmt. Unzählige echte Autos warten darauf, in fast fotorealistischer Grafik über legendäre Pisten zu brettern. Der Sound der Karossen ist auch hier Spitzenklasse. Möglichst ohne Zusammenstöße die Ideallinie zu halten, hat zwar seinen Reiz, aber ab und zu muss es auch mal ordentlich krachen. Dafür empfehlen wir Wreckfest. Hier wird auf die Simulation gepfiffen, außer wenn es um realistische Totalschäden geht. Die bekommt man nämlich ausgesprochen detailliert und mit beeindruckenden Physikeffekten geboten. Wenn es beim Autorennen krachen und scheppern soll, dann macht ihr hiermit nichts verkehrt. Wenn euer Beschenkter schon jetzt seine Pilotenkarriere plant, dann führt kein Weg am Microsoft Flight Simulator vorbei. Die Vorzeigesimulation erfüllt den Traum vom Fliegen so schön wie keine andere. Dank der Einbindung echter Satellitendaten ist tatsächlich die ganze Erde im Spiel, inklusive vieler großer Städte und Sehenswürdigkeiten, die nochmal extra veredelt wurden. Dazu gibt's Unmengen echter Flugzeuge und eine realistische Wettersimulation, für die aktuelle Wetterdaten benutzt werden. Bei Spielen, die exklusiv für ihre Konsole erhältlich sind, lassen sich die Plattformhersteller im Regelfall nicht lumpen. Vor allem die PlayStation wird regelmäßig mit filmreifen Blockbuster-Spielen versorgt. Davon richten sich nur die wenigsten an Jugendliche, allerdings mit ein paar großartigen Ausnahmen. Bildhübsche Abenteuer in einer faszinierenden Welt, die irgendwo zwischen Postapokalypse, Steinzeit und Science-Fiction liegt. Das ist die Horizon-Reihe für PlayStation 4 und 5, die übrigens nichts mit dem Rennspiel zu tun hat, das wir vorher im Video erwähnt haben. In der Rolle der sympathischen Heldin Aloy gilt es, heimlich oder im Kampf gefährliche Roboter-Dinos zu überwinden, seine Figur zu verbessern und die fesselnde Geschichte zu entschlüsseln. Weil die Handlung recht komplexe Themen anspricht, würden wir Horizon eher für ältere Jugendliche empfehlen. Die Welt und der spaßige Spielverlauf können aber auch auf eigenen Beinen stehen. Besonders für Fans von Marvel, den Avengers und Superhelden im Allgemeinen sind die drei Spider-Man-Spiele absolutes Pflichtprogramm. In keinem anderen Spiel macht es so viel Spaß, sich einfach durch die Welt zu bewegen. Spider-Man schwingt sich elegant durch die Häuserschluchten von New York City und das spielt sich genauso toll, wie es in den Filmen aussieht. Daneben wird die Reihe von ihren spannenden Geschichten getragen. Die beschäftigen sich mit Freundschaft und Verantwortung und bringen dabei viele bekannte Figuren aus dem Marvel-Universum unter. Gekämpft wird auch, weil der Spieler aber die Rolle des guten Superhelden einnimmt, werden die Gegner nicht getötet, sondern nur K.O. gehauen. Trotzdem sind nur Spider-Man und Spider-Man Miles Morales ab 12 freigegeben, das neue Spider-Man 2 hat eine Einstufung ab 16 Jahren bekommen. Wo wir schon bei einer bekannten Marke sind, wollen wir nun auch kurz über sogenannte Lizenzspiele sprechen. Hier könnt ihr beim Geschenkekauf potenziell böse ins Klo greifen. Normalerweise erschaffen Spieleentwickler ihre eigenen Welten und Geschichten. Es gibt aber auch Spiele, die bekannte Marken aus Film und Fernsehen benutzen. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist die eben erwähnte Spider-Man-Reihe auf der PlayStation.
Es gibt da allerdings auch einige schwarze Schafe, also miese Spiele, die sich hinter bekannten Lizenzen verstecken, um unwissende Käufer anzulocken. Drei aktuelle Beispiele sind etwa der Herr der Ringe Gollum, Skull Island, Rise of Kong und das mittelmäßige Gotham Knights, das im Batman-Universum spielt. Zum Glück ist das inzwischen aber eher die Ausnahme. Wenn euer Beschenkter zum Beispiel ein riesiger Fan von Harry Potter ist, dann macht ihr mit Hogwarts Legacy nichts verkehrt. Für mindestens 16-jährige Freunde von Herr der Ringe empfehlen wir Mittelerde Mordors Schatten oder Schatten des Krieges. Für jüngere Spieler gibt's aber auch noch Lego der Hobbit. Laserschwert-Action findet ihr bei Star Wars Jedi Fallen Order und Survivor. Die sind allerdings auch beide erst ab 16 freigegeben. Jüngere Sternenkrieger werden auch hier wieder von Lego abgeholt, und zwar in Form von Lego Star Wars, die Skywalker-Saga. Marvel-Fans freuen sich über die beiden Spider-Man-Spiele, Guardians of the Galaxy oder das taktische Marvel's Midnight Suns. Ältere Batman-Fans werden bei Batman Arkham Knight, Arkham City und Arkham Asylum glücklich. Jüngere bei Lego Batman 3, Jenseits von Gotham und Lego DC Supervillains. Der besondere Vorteil an den Lego-Games ist, dass sie sich immer auch zusammen an einem Fernseher spielen lassen und dabei sehr zugänglich sind. Da könnt ihr also auch selber mitmischen, selbst wenn ihr noch nie einen Controller in der Hand hattet. Nicht nur Fans des japanischen Traditionsherstellers Nintendo wissen, man ist nie zu alt für bunten Hüpfspielspaß. Vor allem Besitzer einer Nintendo Switch werden hervorragend versorgt, etwa mit dem gerade erschienenen Super Mario Bros. Wonder. Das neueste Abenteuer des berühmtesten Videospielhelden aller Zeiten ist wieder ein echtes Brett geworden. Einfache Steuerung und viele zuschaltbare Hilfen machen den Einstieg leicht, sodass bis zu 3 Mitspieler auf einem Bildschirm problemlos mitmachen können. Euch erwarten unzählige Levels voller Abwechslung und Kreativität, einige neue Möglichkeiten und ein unverwüstlich spaßiges Spielprinzip. Genauso toll und auf allen Systemen verfügbar ist Rayman Legends. Auch hier rennen und hüpfen bis zu 4 Spieler durch großartig gestaltete Hindernisparcours. Der witzige Grafikstil und grandiose Musiklevels sorgen durchweg für gute Laune. Auf der PlayStation 5 geht unsere Empfehlung an Ratchet & Clank Rift Apart, das neben Hüpfeinlagen auch einen großen Fokus auf Kämpfe mit allerlei abgedrehten Waffen legt. Die Power der PlayStation 5 liefert dabei noch eine bildhübsche Grafik und beeindruckende Sequenzen, in denen sich direkt vor eurer Nase das komplette Level verändert. Kommen wir von bunt und actionreich zu bunt und gemütlich. Sogenannte Cozy Games erleben gerade einen echten Aufschwung. Hier geht es nicht um Herausforderung oder Geschicklichkeit, hier geht es darum, sich aufs Sofa zu kuscheln und sich vom stressigen Alltag zu entspannen. Das Vorzeigespiel in diesem Genre ist Animal Crossing New Horizons. Das verfrachtet euch auf eine kleine Insel, die ihr gemütlich erforschen, bebauen und bepflanzen könnt. Daneben gibt es viele sympathische Tierwesen kennenzulernen, die zu Freunden und Nachbarn werden können. Im Mehrspielermodus können die Inseln anderer Spieler besucht werden, dafür braucht aber jeder seine eigene Switch-Konsole und eine Version des Spiels. Auf jeder Plattform gibt es außerdem den Farm-Klassiker Stardew Valley. In charmanter Retro-Optik gilt es, einen Bauernhof zu managen, Tiere großzuziehen und sich ein neues Leben aufzubauen. Mit den Bewohnern des nahegelegenen Dorfes können Freundschaften und sogar Beziehungen geführt werden. Ihr seht schon, wer sich nach Stardew Valley begibt, der will so schnell nicht wieder gehen. Dazu tragen auch die kostenlosen Erweiterungen bei, die das Spiel ganze 7 Jahre nach seiner Veröffentlichung immer noch bekommt. Wenn der Bauernhofalltag eher realistisch ablaufen soll, dann ist die aktuelle Version des Landwirtschaftssimulators eine gute Wahl. Hier wird mit lizenziertem Gerät geackert, gewirtschaftet und aufgezogen. Neben dem tiefen Simulationsaspekt überzeugen auch die Bandbreite an Umgebungen und der Online-Mehrspielermodus, der sogar über unterschiedliche Plattformen hinweg funktioniert. Wenn sich euer Beschenkter ansatzweise für irgendeine bekannte Sportart interessiert, dann hat er oder sie euch vermutlich eh schon erzählt, was unter dem Weihnachtsbaum liegen sollte. Immerhin gehören die jährlichen Sportspiele zu den absoluten Dauerbrennern auf jeder Plattform und sind vor allem bei Jugendlichen extrem beliebt. In den allermeisten Fällen habt ihr ohnehin nur eine Option, weil nur die größten Spielereien die Lizenzen für echte Sportler und Teams besitzen.
Beim Fußball hieß die bis 2022 noch FIFA, wurde aber ab diesem Jahr in EA Sports FC umbenannt. Der aktuelle Teil ist EA Sports FC 24 und bietet, wie seine Vorgänger, eine hochkarätige Fußballsimulation mit allen wichtigen Mannschaften und Lizenzen in etlichen Modi. Beim Basketball heißt das Äquivalent dazu NBA 2K24. Hockeyfans werden mit NHL 24 glücklich und wenn's American Football sein soll, dann kauft ihr Madden NFL 24. Wir müssen euch aber noch eine Warnung mit auf den Weg geben. Bei jeder der großen Sportspielmarken lauert im Online-Mehrspieler-Modus eine potenzielle Kostenfalle. Sie alle haben nämlich einen Modus, bei dem mit eigens zusammengestellten Mannschaften gegen andere angetreten wird. Bei den Spielen von EA Sports nennt sich das Ultimate Team, bei NBA 2K My Team. Die Spieler für diese Mannschaften werden in einer Art virtuellem Spielautomat zufällig aus Paketen gezogen, die auch mit echtem Geld gekauft werden können. Dadurch und wegen vieler anderer Tricks aus der Glücksspielbranche sind EA Sports FC und Konsorten Paradebeispiele für gefährliche Bezahlmodelle in Videospielen. Prinzipiell können diese Online-Modi auch ohne Geldeinsatz genutzt werden. Ihr solltet aber trotzdem aufpassen, wofür euer Nachwuchs sein Guthaben ausgibt. Unbegrenzte Zahlungsmittel wie ein PayPal-Account oder eine Kreditkarte solltet ihr gar nicht erst hinterlegen. Solange ihr da ein Auge drauf habt, macht ihr mit den großen Sportspielen aber nichts verkehrt. Spiele können nicht nur den Traum vom Rennfahrer, Astronauten oder Fantasyhelden erfüllen. Auch für angehende Feldherren und Bürgermeister gibt es genau die richtigen Titel. Besonders Einsteiger im Taktik- und Strategiegenre sind bei Mario und Rabbids Sparks of Hope gut aufgehoben. In rundenbasierten Kämpfen kämpfen Figuren aus der Mario-Reihe zusammen mit den verrückten Rabbids gegen Monster auf verschiedenen Planeten. Trotz der zugänglichen Aufmachung muss sich Mario und Rabbids nicht hinter seinen großen Strategiekollegen verstecken. Wer weniger kämpfen und mehr aufbauen möchte, ist bei Anno 1800 genau richtig. Im Zeitalter der industriellen Revolution werden riesige Städte errichtet, Handelsrouten etabliert und man begegnet anderen Herrschern diplomatisch oder kriegerisch. Der Kern des Spiels ist aber immer noch der Aufbau und die Verwaltung einer Stadt und ihrer Einwohner. Präsentiert wird das zeitlos motivierende Prinzip in verschiedenen Einzel- und Mehrspieler-Modi. Strategie in einem viel größeren Maßstab findet ihr dagegen bei Civilization 6. Hier wird nicht nur ein Trupp oder eine Stadt, sondern eine ganze Zivilisation befehligt. Und zwar über Jahrhunderte hinweg. Politik, Kultur, Religion, Krieg, Diplomatie und wissenschaftlicher Fortschritt. Alles spielt eine Rolle auf dem Weg zur mächtigsten Zivilisation. Trotz seiner vielen Systeme ist Civilization 6 zugänglich und fesselt. Zum Schluss möchten wir euch noch ein paar Puzzlespiele der etwas anderen Art ans Herz legen, die mit witzigen Geschichten und viel Abwechslung punkten. Und das Beste, alle diese Spiele sind nicht nur günstig, sondern auch zu zweit online oder an einem anderen System spielbar. Ihr könnt euch also problemlos einen zweiten Controller schnappen und mitknobeln. Unsere erste Puzzle-Empfehlung ist ein absoluter Klassiker. Portal 2 erschien zwar schon 2010, gehört aber immer noch zu den besten Spielen überhaupt. Das Prinzip ist denkbar simpel. Der Spieler ist mit einem Portal-Gewehr ausgestattet, das ein Eingangs- und ein Ausgangsportal verschießen kann und muss sich damit einen Weg durch enorm abwechslungsreiche Rätsel bahnen. Währenddessen wird eine Geschichte mit großartig geschriebenen Dialogen erzählt, die mit viel Herz und schwarzem Humor punkten. Neben der Einzelspielergeschichte gibt es auch noch eine eigenständige Mehrspielerkampagne, deren Rätsel wunderbar auf zwei Spieler abgestimmt sind. Ausschließlich zu zweit könnt ihr It Takes Two erleben. Hier wird ein zerstrittenes Paar in Puppen verwandelt und muss sich auf ein irrsinniges Abenteuer begeben, um wieder zueinander zu finden. Die Sequenzen sind perfekt auf zwei Spieler abgestimmt und herrlich abwechslungsreich. Mal absolviert ihr eine Geschicklichkeitspassage, mal löst ihr Rätsel zusammen, mal müsst ihr kämpfen. Mit jedem neuen Kapitel verändern sich die Spielmechaniken, wodurch bis zum Schluss keine Langeweile aufkommt. Ihr wolltet schon immer mal als freche Gans durch eine biedere Kleinstadt stürmen und dabei so viel Chaos wie möglich stiften? Dann ist Untitled Goose Game euer Spiel. Euer Ziel ist es, den krummeligen Bewohnern möglichst kreativ
auf die Nerven zu gehen, indem ihr ihnen etwa die Schuhe klaut, sie irgendwo einsperrt oder einen erbitterten Streit am Gartenzaun auslöst. Das Spiel ist zwar nicht besonders lang, aber die paar Stunden diebische Freude mit vielen Lachern sind den Kaufpreis mehr als wert. Auf Wunsch dürfen sich sogar zwei Gänse vor einem Bildschirm versammeln und für doppeltes Chaos sorgen. Bis auf Portal 2 gibt es von jedem namhaften Spiel in diesem Video eine physische Version, also eine Disc oder ein Modul, die ihr im Laden kaufen könnt. Das macht sich unterm Weihnachtsbaum natürlich deutlich besser als eine Guthabenkarte für die Download-Plattform von PlayStation, Xbox, Nintendo oder dem PC. Inzwischen erscheinen manche Spiele aber gar nicht mehr regulär im Laden. Sollte euer Beschenkter eine Xbox oder einen PC besitzen, ist das erstmal kein Problem. Sowohl im Xbox Store als auch auf der PC-Plattform Steam könnt ihr euch mit eurem eigenen Account anmelden, auf die Shopseite des gewünschten Spiels gehen und es dort als digitales Geschenk kaufen. Im Xbox Store findet ihr über die Suche die Seite des gewünschten Spiels. Dann klickt ihr auf das Geschenksymbol neben dem Einkaufswagen und gebt anschließend die E-Mail-Adresse des Beschenkten ein. Der bekommt dann eine Mail mit einem Code, den er auf seinem eigenen Account einlösen kann. Viele Optionen, um die Geschenke-Mail zu personalisieren, habt ihr dabei aber nicht. Ihr könnt nur euren Namen eintragen. Auf Steam navigiert ihr über die Suchfunktion zum Shop-Eintrag des gewünschten Spiels und legt es in den Warenkorb. Daraufhin öffnet sich ein neues Fenster, in dem ihr die Option als Geschenk kaufen auswählt. Im nächsten Fenster wählt ihr das Profil des Beschenkten aus, der sich auf eurer Steam-Freundesliste befinden muss. Hier könnt ihr außerdem einen Termin festlegen, wann das Geschenk übermittelt werden soll. Danach bearbeitet ihr eure Grußbotschaft. Euer Beschenkter meldet sich dann bei Steam an und bekommt eine Benachrichtigung, dass das Spiel seinem Account hinzugefügt wurde. Auf PlayStation und Switch gibt es eine solche Funktion leider nicht. Außerdem lassen sich nur von den wenigsten Konsolenspielen Download-Codes kaufen, die ihr dann etwa auf eine Geschenkkarte schreiben könntet. Falls ihr Zugriff auf den Account des Beschenkten habt, könnt ihr das jeweilige Spiel aber beispielsweise heimlich im jeweiligen Store kaufen und ihn damit überraschen, dass es plötzlich auf seiner Konsole installiert ist. Solltet ihr auf dieser Liste noch nicht fündig geworden sein, wollen wir euch vor allem unseren Geschenkeratgeber für Spiele von 0 bis 12 Jahren ans Herz legen. Auch dort haben wir jede Menge hochkarätiger Titelauflager, die jeder Altersgruppe Spaß machen. Wollt ihr volljährige Spieler mit Games beschenken? Dann schaut außerdem gerne in unseren Geschenkeratgeber ab 18 rein.